gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Grauer Riffhai. Ah. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Gucken wir uns das mal an. Alex, du bist wie ein offenes Buch mit Schriftgröße 50. Ich kann schon aus der Ferne sehen, dass was ist. Nichts ist. Alles gut. Blödsinn, du bist Mr. Melancholisch höchstpersönlich. Julia, bist du glücklich? Ach klar, wie glücklich. Ja, klar, natürlich. Warum fragst du das? Ich schätze, ich habe nur ein wenig Angst um unsere Zukunft. Ach du. Weißt du, was jetzt? Ich denke, vor uns liegt eine glückliche gemeinsame Zukunft. Wirklich. Ja. Weißt du, du bist ziemlich das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich, Alex. Weißt du, wo die anderen sind? Ich gehe sie holen. Chill doch so lange. Genau, chill mal, Junge. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein. Mach unten rum. War abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Also, wann passiert... Weiß schon. Irgendwas Magisches? Was ein Typ, Alter. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geiler Teenager spielt. Oh, ja. Ist okay. Ich komme mit Kindern klar. Conrad, Bier, wo ist das? Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Wofür? Fünf Personen, zwei Kisten mit jeweils sechs Flaschen ist nicht so viel, hä? Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Block an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hol ihn. Hey. Ich klinge hier noch rum. Alles okay? Eine Kamera. Abgelenkt. Nee, alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Ah. Also, können wir wegen des Unfalls nicht mehr tauchen? Ich sag es jetzt noch einmal fürs Protokoll. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich, offensichtlich, und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist Seenotrettung. Und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen, sonst droht uns Knast. Ich schweige wen kann. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Okay. Kannst kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Hey, hast du den Block? Sorry, ja. War abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Ach, mal die Leute, die wir so eilig haben. Hab ihn, gehen wir hoch. Komm her, mein Feger. Schön langsam. Wir müssen zurück. Genau hier. Hey, immer langsam. Wie bitte? Vorsicht, wenn die Dekompression zu schnell war, solltest du weniger trinken. Alex, alles okay. Ist sicher keine Taucherkrankheit. Nicht immer. Manchmal treten die Symptome erst später auf. Stunden oder sogar Tage. Die was? Ja, das ist, wenn man zu schnell wieder auftaucht. Oh, ja, Dekompressionskrankheit. Nerd.
Kleine Stickstoffblasen, die sich im Blut bilden. Tut tierisch weh. Ich mein's ernst. Jedes Jahr sterben Taucher an Dekompressionskrankheit. Und deshalb sagt Dr. Conrad, wer hat, der soll auch trinken. Ach, entweder geht's dir gut oder du brauchst was, um den Schmerz zu lindern. Julia, nee. Du solltest jetzt wirklich keinen Alkohol trinken. Komm schon. Im Ernst jetzt? Du lässt dir was vorschreiben? Trink doch ein Bier. Nee, so, lieber vorsichtig. Ja, aber jetzt ich bleib besser bei H2O. Ich will nichts riskieren. Mhm. Okay, Leute. Hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, kennst du eine Gruselstory? Ja, schon, aber weißt du, keine, wie Fliss sie beschrieben hat. Erzähl uns was. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank, irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Sehe ich auch so. Also ich finde auch ein bisschen... Er hat nur ein... Psst. Die Frau sagt, ich wohne hier. Im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten, ungeschönt. Zerhackt in winzig kleine Stückchen. Mit einer Axt. Igitt. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu. Und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank. Öffnet die Tür. Und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Gott! Oh, das ist furchtbar. Heyo, super Wendung. Schön. Nicht schlecht, Kleiner.
Ich fand sie gut. Ziemlich cool. Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Okay. Ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlecht. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln bist so ein Typ, das? Alter. Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Geil, wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Also ich finde auch, die Synchro ist ein bisschen komisch gelungen und auch die Gestik, Mimik passen nicht wirklich so gut zusammen. Also, schon die Szene vorhin gesehen haben wahrscheinlich. Oder der wach wird. Servus. Quicktime-Events, Alter, die überrascht mich da mal wieder. Jochen ist wieder da. Man sieht zu scheiße aus. Gedacht, dass sie gestorben sind? So, die komischen Crew da. Wie viele sind das? Lässt sie einfach ärgern, nicht wahr? Wie sollte ich wissen, dass sie keinen Sinn für Humor haben? Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh. Mach mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz hier. Ich habe nur geringe Einbrüche, also beziehungsweise geringe Frameverluste. Sorry. Fast frei. Oh, sie ist halt gelenkig hier. Bist du noch verletzt am Bein, ne? Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Wenn wir mal losmachen erstmal. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Komm her.
Victor Event. Scheiße, das klappt nicht. Los doch. Ah, Arschloch. Ich komme später. Gordon! Niemand weiß, dass ihr hier seid, kleine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Nicht gut. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Kramas Bitch, definitiv, ey. Man kann nichts machen. Was wollt ihr, Wichser, denn? Wohl ein Auge von dir. Oh. Langsam. Ruhig. Bitte. Hör auf, Mann. Wir beenden das später. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. Okay. Mach jetzt mal mit. Ich hab da keinen Bock, jetzt da irgendwie noch Stress zu machen. Julia, sie kommen zurück. Gib mir die Schere, gib mir die Schere. Ich kann bestimmt jetzt angreifen, die Typen. Abstechen. Okay. Oh Himmel, Conrad. Halt! Halt da! Alex! Aufhören, lass sie los! Hier, Bastard! Hey! Schwarzkopf! Halt die Scheißfresse! Hey, sag mal nicht so. Sie werden sie nicht schlagen. Haben Sie Fliss auch mit? Es scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht, geht ihm sicher gut. Diese Typen wollen bestimmt nur Geld oder so. Okay. Dreh dich um. Steck deine Hände, wenn wir Julia haben. Er hat doch schon gesehen, dass er da. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Hey, hey, bist du okay? Was war los? Alles gut, sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der. Mm-mm. Der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Mm-mm. Hilfe holen.
Da bringt es im Boot auf die Tür. Also. Diese Wichser müssen zahlen. Gott sei Dank, das bringt nichts auf das Boot. Sie könnten sich wehren, aber wenn wir die Knarre haben, ergeben sie sich. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Die kam auch mit dem kleinen Boot da, mit der großen Nussschale wahrscheinlich. Aber, ich kletter aus dem Fenster, an der Seite entlang und greif sie an. Wir greifen sie von hinten an. Lass uns nicht hier, okay? Okay, Quick-Time-Event-mäßig muss ich jetzt hier geil sein. Oh, das ist ein Kick. Echt schlecht in so einem Scheiß. 1, 2. Nicht runter, Freundchen. Du kannst mich mal. Kann ich jetzt? Attacke. Na und? Nimm die. Benutze sie, falls nötig. Okay, jetzt werden wir zusammenreißen. Setz euch! Da drüben. Du, genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de con! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Hudson, come here. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem Mandschurei Gold. Dein Auge. Was ist der Bruder? Der Brad. Ist ein bisschen komisch, ne? Ist sie auf Klo Scheiße, versteckt, du hast oder? Es vermasselt. Wir hätten das Boot zurückhaben können. Ja, ich weiß schon. Okay. Hey, ich hab doch alles richtig. Haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ich sag, wie es ist. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Captain und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihm vom Mandschurei-Gold erzählt. Sie hängt damit drin. Warum lässt die Schafe rein? Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich hab echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Arschloch. Halt die Klappe. Wir kommen jetzt kurz hier leicht. Sitzen bleiben, alle. Du, komm jetzt mit. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann gibt es Konsequenzen. Okay, ja, ist gut. Mach mal mit, würde ich sagen. Ich will jetzt nicht, dass irgendwann stirbt hier. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over.
kommen ja am nächsten Tag. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Ja, okay. Alles okay hier. Ein paar Böen und ein paar Tropfen Regen machen uns nichts. Danke für die Info. Wir sehen uns auf einen Drink an der Küste in ein paar Tagen. Oh, die wollten noch vorbeikommen. Das hier. Danke, schätze ich. Was ist denn mit Brad? Versteckt er sich irgendwo? Ich weiß nicht, wo er ist. Wir können ihn nicht da unten lassen. Er ertrinkt. Sagen. Wir müssen ihn da rausholen. Ist zu gefährlich. Brad, Kumpel, komm raus. Los. Okay. Ah, okay, fand ich doch nicht so clever. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Ja. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Mhm. Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht. Und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.